Vorab zwei Dinge. Erstens, heute geht es nicht so sehr nur um Filmmaking, sondern um die Arbeit auf YouTube an sich. Und zweitens, ich verspreche euch, der Videotitel ist kein Clickbait. Es gibt keine YouTuber. Oder besser gesagt, es sollte keine YouTuber geben. Kann man so nicht stehen lassen? Wunderbar. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. YouTuber. Ich arbeite seit vielen Jahren mit oder für YouTuber. Ich kenne dadurch viele YouTuber und bin nun selber auch YouTuber oder vielleicht auch nicht. Auf Wikipedia wird ein YouTuber als Person, die auf dem Videoportal YouTube Videos veröffentlicht, definiert. So weit, so gut. Aber seit wann definiert das Medium, wer du bist oder was du machst? Was meine ich damit? Man nennt es YouTuber, TikToker, Instagrammer oder Influencer. Wobei Influencer noch fast die beste Bezeichnung ist, denn sie beschreibt zumindest eine Sache, die man auf all diesen Plattformen tatsächlich machen kann. Bleiben wir nochmal bei den YouTubern, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Also klar, es gibt Leute, die Videos produzieren und sie auf YouTube hochladen. Aber das ist doch kein Job. Also klar, man kann davon leben, aber ich meine, der Job ist doch nicht, Videos hochzuladen, sondern je nachdem, was die Person macht, viel, viel mehr. Wenn wir alles nach diesem Prinzip benennen würden, dann wäre das hier ein Fernseher und das ein Kino. Aber es ist es ja wohl offensichtlich nicht. Das ist ein Moderator und das ist ein Schauspieler. Das Medium diktiert nicht, wer man ist. YouTube, Instagram oder TikTok diktieren nicht, wer man ist. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, falls es irgendwann diese Plattform nicht mehr gibt. Wenn YouTube irgendwann mal verschwindet, dann gibt es wirklich keine YouTuber mehr. Aber ein Moderator, eine Schauspielerin, ein Koch, eine Künstlerin, eine Schriftstellerin, Comedian, Überlebenskünstler, whatever. All diese Menschen gibt es natürlich noch. Und sie finden mit dem, was sie zu sagen haben, was sie zeigen, was sie können, einen anderen Weg ist der Welt zu zeigen. Sie verschwinden da nicht, sie gehen einfach weiter. Wenn ihr überlegt, fühlt über euch oder auch wenn andere über euch, über uns reden, dann wäre es doch schade, wenn man auf den wirklich absolut kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wird. Und zwar, dass man Videos auf einer Plattform hochlädt. Es gibt keine YouTuber. Es gibt Moderatorinnen, Aufklärer, Geschichtenerzähler, DIY-Künstlerinnen, Game-Experten, Techies, schauspielende Musiker, Lehrer und Lehrerinnen und. Zu sagen YouTuber suggeriert, dass es auf YouTube nur YouTuber gibt. Alles eine Sache, aber es ist doch viel vielfältiger als das. Alle auf den Begriff YouTuber zu reduzieren, schert alles und jeden über einen Kamm und zeigt eigentlich schon fast, wie wenig die Leute, die damals angefangen haben, YouTuber YouTuber zu nennen, ich hoffe, es waren nicht YouTuber selber, also wie wenig sich diese Leute tatsächlich mit dem Ganzen beschäftigt haben oder wie wenig sie die Leute, die die Plattform nutzen und befüllen, ernst nehmen. Es gibt keine YouTuber, sondern Künstler, Selbstverwirklicher, Menschen, die der Welt etwas von sich zeigen wollen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Was denkt ihr? Ist YouTuber nur ein Wort? Oder ist da vielleicht was dran? Schreibt es mir in die Kommentare.